Guten Tag, der Uwe und die Porn aus Thailand. Wir machen heute Hotelkritik, Hotelbewertung. Und zwar ist das hier bei uns neu, direkt hinter Kamphöhm, von uns ungefähr 10 Minuten weg. Wie heißt das Ding hier denn da? Phoen Phat Yung Camping. Camping? Ja, Camping? Ich denke, das ist Hotel Tilak. Also ich habe davon noch keine Ahnung, ich weiß da also nichts von. Ja, ich weiß nicht. Meine Frau sagt hier, Uwe hat ein neues Hotel aufgemacht. Da fahren wir heute hin, weil doch viele immer fragen, Uwe, wo kann man bei dir eigentlich übernachten? Das Thema hatten wir aber auch schon, ich habe da schon ein paar, wie soll man sagen, Übernachtungsmöglichkeiten habe ich geschrieben, die es bei uns in der Nähe gibt. Weintraubenfahren, die waren wir schon mal, ne? Ja. Ja, waren wir schon mal. Aha, genau. Und ist natürlich alles nicht so prickelnd, was bei uns hier in der näheren Umgebung ist. Ist das alles ein bisschen spartanisch? Vielleicht ist das ja hier etwas anderes. Hast du denn davon schon mal Fotos gesehen, mein Schatz? Ja. Und? Schön. Vielleicht so wie heute hier von diesem Boring Ice Cream, wo wir waren in Sakuna Korn. Da wollten eigentlich heute auch dann noch ein Video machen, aber der Name war wirklich zu Recht. Der war wirklich so langweilig, da konnte ich nichts machen, ehrlich. Das war nur ein kleines Zimmerchen mit zwei kleinen Tischchen. Und dazu natürlich noch volle Pulle Musik an. Hier. Nein. Kernhumor ist ja auch weit drin, du, wa? Vor allem, wenn man hier mal mit nachts fährt, du, ha? Kommst du rein als Fremder, ich bin dich überfallen hier, oder was? Kein Licht. Nee, ich hab gehört, Nampung. Da fahren wir jetzt direkt eigentlich rein. Ach, sag du, da fahren wir doch direkt rein. Ja. Wollten wir hier nicht hier doch schon mal jetzt ein Grundstück kaufen, hier? Nee. Doch. Und zwar hier rechts. Ja, hier, links abbiegen. Warte mal, hier rechts. Hier wollten wir noch mal jetzt ein Grundstück kaufen, hier. Nein, wohin? Da. Du hast gesagt. Ich. Nein. Ich hab gesagt, aber es war mir dann nicht dicht am See dran, hier. Was ist er denn? Ich hab keine Ahnung, Tilak. Also der Uwe, der macht hier mal jetzt Videos, der sitzt nicht mehr normal, ehrlich du. Was ist das denn hier? Hallo? Hallo? Wahnsinn. Also, er steht gar nicht auf, der Hund hier. Klack, klack, ey. Er steht gar nicht auf, du. Och, das sind wieder Videos beim Uwe, du. Ja, Kinder, das sieht aus nach echten Thailand hier. Also ich glaube, hier ist bestimmt die Hochburg vom Tourismus in Phupan. Tilak, das wird der Höhepunkt sein hier. Hier ist gar kein Schild dran. Rechts? Ja. Rechts? Ja. Gut, diese rechts. Ja, diese rechts. Diese rechts. Ja, lieben Kühen. Ach Gott. Link abbiegen. Jungs, kommt hier mal nachts hierher. Homestay Camping. Ach, okay, noch rum. Mit Campingwagen oder was? Soll ich hier mit Campingwagen kommen hier? Also hier findest du sowieso höchst selten mal jetzt einen Campingwagen hier. Ne? Das ist wirklich Exote hier, ne? Ach, Tila, hier komme ich bei deinem noch gar nicht rein, oder? Du? Ha? Ah, jetzt geht's noch, aber lass mir hier die Straße ein bisschen schlechter sein. Wo führst du mich wieder hin, Tilak? Ich habe Auto gerade geputzt. Ach, Kerl. Ah, schön. Ah, schön. Schön. Also die Zufahrt ist schon mal prickelnd hier. Ja, die Regel, ne? Ist es nicht mehr weit, oder? Nein, geradeaus. Ich glaube, wir sind schon am Arsch der Welt hier. Ja, schon da.
Schon da. Homestay-Camping. Muss ich hier auch noch jetzt links rein? Geradeaus. Nee. Camping. Hier steht Café, Restaurant. Geradeaus. Geradeaus. Und was ist da? Camping. Ja, ich denke, wir machen heute Hotel, oder? Ich weiß nicht, wohin. Du bist geradeaus. Ich werde bekloppt. Nein, Homestay. Ja, Homestay. Also ich würde mal wetten, dass dieses Restaurant und jetzt Café hier wirklich der Bringer ist. Also ich meine, hier ist wirklich geradeaus. Ja. Ihr seid gut. Ich schwöre, also dieses Restaurant wird laufen. 100 Jahre, Tilak. Das Hotel und dieses Restaurant hier ist es genau. Tilak. Der ist nicht kaputt nach einem halben Jahr, bestimmt nicht. Ich glaube schon nach 8 Wochen. Hier ist ja gar nichts mehr. Du. Hier fährt doch kein Mensch hin. Sag mal ehrlich. Du? Hier fährt doch kein Mensch hin. Hier. Aber okay. Haus am See. Das habe ich auch. Ich habe ein Haus am See hier. Ich bin sprachlos. Also okay, die Lage am See ist schön. Aber mit meinem Daimler hier lang zu fahren, das ist auch natürlich nichts, gell? Also. Ich fahre jetzt rein, ist scheißegal. Also. Fahrrad ist hier Residenz. Hier steht dran Residenz hier. Oh, schön. Oh. Die Anfahrt war schon mal geil, oder? Ich meine, das ist also, ich glaube, von daher kannst du schon fast bis nach Kallersin fahren. Von der Zeit. Gottes Willen. Da kommt gleich erstmal Begrüßungskomitee hier mit Hundi. Ja, okay, ja, die Lage am See, ja, okay, es ist ruhig hier, es ist mal etwas anderes. Was heißt ruhig? Jungs, hier ist gar nichts mehr. Ne? Hier ist also wirklich, ich denke mal, das sind diese Häuschen da, die du dir da so mieten kannst hier mal. Das glaube ich, das wird es sein hier. Also ruhig. Café und Restaurant. Ich glaube, abgelegener geht es wirklich nicht mehr, würde ich sagen. Oder? Schön. Zaun wie auf der Ponderosa. Schön. Boah, und keine Musik. Uwe, wo hast du uns hier wieder hingeführt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall mal sehenswert. Ach, das ist aber schön. Oh, okay. Oh, guck mal. Ja, kuschelig. Tische hier, alles schön. Aber ich sage euch vom... Es ist einfach zu weit weg. Es ist einfach zu weit. Ne? Sag ich mal so. Das ist ja wirklich, wirklich weit weg. Ne? So. Schön gemacht. Hätte man es jetzt ein bisschen andere Lage. Ach, schön. Ach, okay. Ach, guck dir mal das an. Also das ist ja. Das ist ausgelegt hier für, wie viele Menschen könnten hier dinieren? Und guck mal, wie viele Menschen sind jetzt hier? Also wir haben jetzt 2 Uhr. Schön ist es hier, ne? Da kannst du nicht meckern hier. Geweih fahren. Also die Anlage sieht gut aus. Das ist, ich guck ja.
Was kann ich gucken? Die Wasser vom Elektrik. Dann hierher. Ach, da hinten ist dieser Abfluss, dieser. Ja, da. Dieser große Abfluss, wo wir schon mal waren. Ja, richtig. Ach, auf der Seite sind wir jetzt hier von dem See. Gut, das hätte ich jetzt auch nicht jetzt gedacht. Sabine kam. Nicht neu. Nicht neu. Putai mai dai. Aber das ist. Guck mal, wie viele Leute könnten jetzt sitzen hier? Aber es ist keiner da. Keiner da. Keiner da. Ne? Keiner. Wochenende, so viele Leute kommen, Kinder kommen für Spielen. Oh ja. Die Abend, die Leute kommen so viel, mir Barbecue hier auch so. Okay. Ich hoffe mal, das ist gut. Okay, noch mal, das ist ja ausgelegt. Guck, hier Camping, deswegen hier Camping mit Zelt hier. Mit Zelt. Da kann man hoch? Ja, kann das hoch. Da kann man hoch. Bestimmt sieht das abends gut aus hier mit dem, ja. mit dem Licht hier. Das sieht bestimmt schön aus hier. Ja. Mit dem Licht. Wenn es denn angehen würde. Ach so. Zu. Sehr schön. Ui, ausgelegt, du, für 1000 Menschen hier, du. Ha? Herrlich. Schöne Lage, ja, das muss ich sagen. Also das würde mir also persönlich auch zusagen hier. Also wenn ich jetzt hier das Haus hätte hier, mein Haus am See. Ja, doch. Täte mir vom Grundstück hier auch gefallen. Weil ich weiß, der See kommt hier eh nicht hoch. Der kommt hier nicht hoch, der See. Was haben wir, das habe ich gesagt, letzte Mal? 48%, ne? In dem Stausee hier. Also wir haben nur die Hälfte drin, was ich euch auch schon mal jetzt gezeigt habe. Da fehlt eine ganze Menge Wasser bei uns hier oben. Der andere Stausee in der Nähe, Nam Ung, der ist mit 98% voll. Ne? Also hier ist nur die Hälfte vom Wasser, was der speichern könnte, drin. Nicht mehr. Schade, ja. Wird also nächstes Jahr wieder eng mit dem Wasser. Ich möchte doch das Zelt doch nicht kaufen. Ich möchte doch nur schlafen hier. Mit Frühstück. Ja. Mit Frühstück. Zelt. Du hast gesagt, ich soll oben gehen. Guck mal Vogel. Guck mal Fliege. Ja, mein Schatz, ich guck. Guck mal, ich guck hier
Nampung und drüben ist der Abfluss. Da waren wir auch schon mal, ne? Da hat es also den riesigen Abfluss da, ne? Wo das Wasser dann von dem einen See hier in dem anderen See wieder reinläuft hier, ne? Das ist hier gegenüber. Schön. Guck mal so weit weg. Guck mal so weit weg. Ja. Guck mal so weit weg. Guck wieder. Telak, wir haben hier ein ernstes Video zu machen. Ja, und keine Dummheit machen immer hier. Ich komme unten, ja, ehrlich. Kehr noch einmal. Schön. Schön. Diese 8 Personen kann da schlafen. Ja. Ganz im Haus 4000 Watt verwandeln. Mit 8 Personen. 8 Personen, okay, gut. 8 Personen, ja. Ja. Ja, ja, ja. Und wenn ich jetzt alleine komme? 1000 Watt oder was? 1000 Watt. Na also, dürfen wir uns das mal anschauen? Mit Frühstück. Montag bis Donnerstag. Ja. Am Wochenende bestimmt mehr. Ja, komm, wir gucken mal. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Ne? Gut, da lang. Ah, hier. Feigenkaktus. Kommt. Wächst prächtig hier, prächtig. Ach ja, die Algen. Ja, ja, ja. Kennen wir. Echt? Schuhe ausziehen? Schön. Ach so, jetzt, ich verstehe. Jetzt hat es also dann hier für 2, ne, da können 2 schlafen. Ja. Hier können dann auch 2 schlafen. 8 Personen. Ganz im Haus. Da hast du sogar Aircondition an, da. Jeden Haus, jeden Room. Hat Aircondition. Und hier ein Badezimmer? Bin von da, nee. Ja. Nee, ich hab Schuhe. Nee, ich auch. Ja, du. Nee, ich hab putzen. Das ist schade. Ja. Glas. Toilette. Dusche. Fliesen fehlen noch. Fliesen fehlen noch. An die Wand. Ja, das ist natürlich einfach. Ja. Aber schöne Bett. Schöne Bett. Oh, hart wie Kruppstahl. Oh, hart. Ja? Hm. Schöne Treppe. So lieber diese. Ja, ist auch in meinem Style. Das weißt du ja. Hundis haben wir auch hier. Also das kostet 700 für 2 oder wie? Ja. 700. One Room. Da hat ja viele Häuser hier drauf. Für unsere holländischen Gäste, für unseren aus Norddeutschland, bitteschön, haben wir auch hier, und zwar die holländische Abteilung hier, mit Windmühle. Ich werde bekloppt, da hat sich aber einer was dabei jetzt gedacht, sage ich dir, oder? Ist das schön? Hier, brauchen wir wieder oben hier. Toll, schön, mein Schatz.
dreht er sich. Tut er, ja? Aha. Ja, gut. Hund ist auch da. Okay, ist das schön hier. Okay, lag aber schön hier, du. Hier hat es mit Schlafzimmer 2. Ich will nicht mal rein hier mit. Ich habe Angst, dass ich da hier schmutzig mache. Hier. Ich mache das auch nicht hier. Ist doch hin. Ne? Aha. 2 und 2 für Kinder. Gut, könnte es vielleicht hier, also Kätz vielleicht hier noch. Oh ja, da ist, nee, geht nicht zu. Geht nicht zu. Ja gut, dann machst du halt offen. Nicht rauchen hier bitte und nicht essen hier. Schön. Ja, ja, denke mir schon. Ne? Das ist hier so Eltern und Kinder oder so. Der hat Fliesen dran. Ah, jetzt ja. Der hat Fliesen dran. Interessant. Oh, Kunst am Bau. Das ist aber nicht Holland, Kinder. Das ist nicht Holland. Das sieht mehr aus wie Venezia. Oder? Hm, Kinder? Das ist nicht Holland, nein. Das ist nicht Holland. Schön. Also der 1500 mit Frühstück, mit Windmühle und mit Terrasse. Mit Terrasse. Ach komm her, Uwe, geh mal hoch. Sorry, gar nicht mehr. Geh mal oben hier hoch hier. Mit Terrasse. Stühle fehlen. So. Das ist kalt, ehrlich. Okay. Angetüttelt wegen, weil das Ding sich wirklich dreht hier. Aha. Ha, interessant. Geil. Auf. Also, diese Anlage ist jetzt hier nicht neu, die ist schon seit 8 Jahren hier und wir haben das gar nicht gewusst. So zentral ist das hier, so zentral und dass das so zum Sehen ist. Ey, das haben wir gar nicht gewusst, du, ehrlich, du. Das Ding ist schon 8 Jahre hier. Wieso weißt du das denn nicht? Kann ja nicht mein Ernst sein. Ich guck ja. Von der Frühstück in Wasser in den ja, Dingen. Ja. Acht Jahre ist der schon hier und wir wissen nichts davon. Nee. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Was kostet der hier? An hier lang hier. 1500. 1500. 1500 mit einer Matratze noch hier. Schöner Tisch, Uwe, schöner Tisch. Nehme ich mit. Schöner Tisch. Riesen Fernseh drin hier. Ey, geil, ey. Der hat mit Kühlschrank. Schön. Der hat Kühlschrank. Hier haben immer viele Betten drin hier, du ehrlich. Du, hier kannst richtig Party machen. Du. Hm? Wa? Na, grüß Gottli. Jo. Wo ist Vogel? Da. Die essen nicht mehr. Ist hier kein Vogel. Also. 1500 mit Riesenfernseh. Was läuft hier? ARD und ZDF, aber nicht hier. Kein Modell. Natürlich, natürlich. Die Vogel essen Fische. Fischreiher. Ja. Den kriege ich nicht drauf hier. Nicht mit der Kamera nicht. Nee, die Kamera nicht. Das packt die Kamera nicht, die hat da kein Zoom drauf. Ne? Aber romantisch hier, sage ich dir, romantisch. Tilak. Hm? Das ist dann noch schöner wie bei uns. Ja, richtig. Und das will was heißen, oder du? Hm? Und schön ruhig. Ja, ich weiß, mein Schatz. Schöner Tisch.
mitnehmen. Ich habe gesagt, Opa hat mehr als viel. Ja? Ja. Gott, er meditiert, dann er... Oh, ich bin. Er kauft den Garten zu viel. Hat er auch noch Bank? Hat er auch noch Bank, Holzbank? Keine Ahnung. Nee, hier, mach einen Bomben. Ich suche immer noch eine, jetzt für mein YouTube-Studio. Eine schöne Holzbank. Suche ich ja noch. Also jetzt nicht nur, das ist zu einfach, sowas hier. Aufs Wurzel, ihr wisst, was ich will, ne? So, das nicht, nein, das nicht, nein. Das nicht, Tisch ist meiner schöner. Schöne Platte. Ja, mach mal eine auf dicke Hose hier. Mach mal eine auf dicke Hose hier, du. Ja. Aber Schwanz einziehen, gell? Aber Schwanz einziehen. Ja. Das haben wir gern. Ah, da kommt der Nächste. Also solltest keine Angst vor Hunden haben hier, ne? Also, die tun aber nichts, die wollen nur spielen. Zack. Schön. Geisterhäuschen. Muss sein, muss. Dann habe ich eben noch gar nicht gezeigt hier die... Die Hirsche hier. Ach Gott, ist das schön. Oder Rehe, was sind sie? Was ist denn mit dem Tom hier? Ja, nein. Aber der macht mir jetzt den Schwanz hoch, der hat nicht Angst. Der andere hat Schwanz gleich unten. So. Ja, so. Sitzgelegenheiten und Park und also ist, das hat schon was, muss ich sagen, da, ne? Das muss ich ja sagen, es hat schon was hier. Die habe ich auch. Hier zum Rumtoben hier. Hier wird noch was geschweißt hier. Eine Rutsche. Aus Rohr gemacht, aus Rohr. Und für Kinder zum Rumtoben hier. Ha. Sandkasten, naja. Trampolin, okay, gut. Ja, falls jetzt Annalena in der Zukunft mal ein bisschen Zeit hat, kann Annalena ja auch mal hüpfen hier, wa? Ey, ja, geil, ey. Lass die bloß weg, um Gottes Willen. Lass die bloß weg hier. Also. Du, ich wollte das gerade sagen, um diese Anlage natürlich auch jetzt zum Pflegen hier, gerade jetzt in dieser Zeit, ne? Gerade jetzt, in dieser Zeit hier. Du musst so wirklich schneiden, Unkraut jäten. Du bist nur am Ziehen. Du kannst vorne anfangen und dann hinten, wenn du bist, kannst du vorne wieder starten. Also. Ja gut, der ist natürlich jetzt noch in der Sonne hier. Ne? Da ist natürlich Algen drin, hier sind keine Pflanzen drin, keine Pflanzen. Fische sind drin, hast du Algen drin hier. Ne? Bleibt nicht aus. Ne? Heiße Cappuccino, also hier kannst du auch machen, wir wollen mal testen hier, komm hier, scheißegal. Ja. Ja, warum nicht?
Da könnte schon wieder fast zu hell sein. Hier, lass mal hier. Hier ist okay. Schön. Ah. Ah. Ah, Kinder. Wenn ich so sitze, Herr Doktor, dann geht es. Okay, schöne Anlage, oder? Du? Ja? Die Bandone, wie zu sehen, noch nicht zu sehen hier. Kinder, 8 Jahre ist das Ding schon hier. Wir waren nicht einmal da. Das ist ja das, was ich sage hier. Das Ding ist so abgelegen, das Ding ist so weit hinten, dass du das ja gar nicht findest. Das ist ja echt jetzt hier nur wirklich was für extrem Eingeweihte. Ich habe auch hiervon noch niemals Werbung jetzt irgendwas hier gesehen oder was, ne? Gar nicht. Vorne hängt ja nur ein ganz kleines Schild dran. Und das macht man auch deswegen, weil je größer das Schild, desto mehr Steuern musst du zahlen. Richtig? Sie nickt mit dem Kopf. Ist so. Also, kleines Schild nur dran. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht da jetzt gewusst. Also, und dass es schon so lange hier steht, ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Würde ich mal so sagen, wenn sie damit auskommt, dass am Wochenende die Leute hier kommen und dann Party machen, dass es für sie dann ausreicht an finanziell, ist natürlich möglich. Ne? Ich weiß es nicht, aber wenn sie das sagt, dann werden wir das glauben. 700 Watt fängt es an und dann bis 1500, ne? So rum, um den Dreh rum. Ne? Einfach, spartanisch. Ist also jetzt nichts irgendwie, aber langweilig, ne? Aber schön, schön ruhig. Also wer wirklich hier ruhig haben will, ne? Auto? Muss aber Auto haben. Wenn es hier jetzt ruhig haben will, wie gesagt, heute ist, was ist denn heute? Montag. Heute ist Montag. Ich weiß jetzt also nicht am Wochenende, wie es jetzt hier wirklich ist, ne? Ob es hier dann wirklich hier Party ist, ufta oder was, ne? Das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Wie gesagt, heute Montag um 14 Uhr. Und hier ist jetzt gar nichts, hier ist jetzt absolut ruhig hier, tote Hose. Aber schön, schön. Heute ist wieder bewölkt hier, es ist keine Sonne da. Wenn es jetzt mit Sonne wäre, es noch hübscher hier anzuschauen. Aber ein verstecktes Kleinod. Dass du das nicht gewusst hast, Born. Schäm dich. Schäm dich, Tina. Ich hat nur gehört. Da waren wir schon, ja. Da waren wir schon, nicht ja. So weit weg. Richtig, richtig, ne? Aber dass du das nicht gewusst hast, du. Und sie sagte mir, denkt am Anfang, neues Hotel hier aufgemacht. Über neues Hotel musst du kommen, jetzt hier gucken, hier neu. Boah, ich schon 8 Jahre hier. Boah, ist ja schon länger hier, als ich bin hier. Muss ich mir mal vorstellen. Und ich weiß davon nichts. Peinlich. Gucken wir jetzt mal Cappuccino. Cappuccino. Ich bin doch schon Thai, ich brauche doch keinen mehr. Mir ist doch schon wieder kalt, guck mal hier. Ich habe schon wieder hier lange Hose an, du. Mir ist schon wieder kalt, ehrlich. Du. Mir ist schon wieder kalt hier. Gut, sobald Sonne weg ist, du, ich friere mir hier den Zipfel ab, du. Bei unter 30 Grad ziehe ich lange Hose an. Ohne Scheiß, echt wahr, wirklich wahr, ehrlich. Du. Ist mir zu kalt. Ich habe mich schon so angepasst, hier, ehrlich. Du. Bei 40 Grad, dann sage ich, ja, okay, es ist heute ein bisschen warm. Ne, so. Aber unter 30, lange Hose und wenn es unter 25 ist, lange Unterhose raus. Wir haben da, ne, Tilak? Haben wir lange Unterhose noch da? Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, man ist vorbereitet hier, ne, auch im Isan auf die kalten Nächte hier, ne. Deswegen heute mal einen heißen Cappuccino. Probieren. Und? Ach so, hast du schon? Ja. Gottes Willen. Heiß? Nicht. Das kann ja nicht. Wenn du schon am Schlürfen bist, kann das ja nicht heiß sein hier. Ja. Was ist das hier? Milch? Nom. Oh, kein Zucker hier. Sag mal, ist drüben jetzt der Stausee? Jetzt sehe ich mal, jetzt kommt nämlich hier nur etwas. Eine, Nille. Jetzt sehe ich das, es wird klar. Jetzt klart es auf, eben war es nur so richtig diesig. Jetzt sehe ich das, es ist nicht das Loch, was ich da gesagt habe. Puh, ein Loch, du. Nee, ist nicht. Ja, kann ja alle. Nicht. Hier, Jan Kampen. Mm-hmm. Richtig, hier ist dann ja, drüben an der Seite ist jetzt der Stausee, richtig. Ja. Richtig. Drüben und da ist die Staumauer da. Ja.
Und das ist da, wo wir immer fahren. Ja. Und ist da dieser Park? Ja, der Park. Wo wir auch schon mal waren, von wegen mit dem Restaurant. Mit dem Motorbike. Ja. Warte mal, ich muss dir das ja nochmal zeigen hier vom Standort hier. Ach Gottes Willen, Uwe, du warst ja wieder total falsch hier. Hol mal zu mir. Uwe, mach mal Zoom. Zoom. Haben wir nicht, also. No hab. Da tipp, ist also hier dieser Park mit dem Restaurant und mit dem Moped hier mit seinen großen Hupen dran. Und das ist die Staumauer, diese da, das ist die Staumauer hier. Ach Gott, ja, das ist die Straße, wo wir fahren. Jetzt weiß ich, wo ich bin hier. Ach, Kerl. Warum sagt mir das denn keiner? Wieso die Detektor warten da? Das weiß ich nicht. Pumpen Wasser. Für? Wasser, Jod, Silber. Ah, natürlich. Ja. Mit Wassermangel haben die auch keinen, das ist klar. Mit Wassermangel gibt es hier auch nicht. Die können hier pumpen, hier, ne, wie sie wollen. Das spielt hier absolut keine Rolle hier. Hängst deinen Schlauch rein und pumpen hier, ne? Für Trockenzeit. Jetzt ist genial, jetzt hat der Regen, ne? Aber kein Wassermangel da. Wer stört denn jetzt wieder die Aufnahme hier? Der ne? Tierarzt. Tierarzt, jetzt bin ich schon wieder zu Hause, du Zottle. Ah! Du Zottle. Da! Ah, der Tierarzt, ja. Ja, Kokun Ka, Pi Kopfknochen haben wir das Spiel gefunden. Ja, genau. So, Kinder, mein Fazit. Cappuccino war 55 Baht, einer normale Preise. So, ne? Das ist so normal. Hätte ein bisschen mehr sein können. Bei mir immer das Problem, alles zu klein. Ich weiß auch nicht, du, keine Ahnung. Die machen immer so kleine Portionen. Thema Essen. So, also, Also du kannst hier wirklich hier rumgehen und entdeckst immer wieder noch was Neues hier. Habe ich auch gerade noch gar nicht gesehen. Hier die. So, schön, finde ich auch schön. So, das hat man aus alten Rädern, ne, hat man das da jetzt gemacht hier. Aus alten Rädern. Siehst du hier? Alte Räder dran. Deichsel hier. Alte Deichsel dran. Ja, ne? Schön. Einmal schleifen und ja, ein bisschen was instand setzen hier, Farbe drüber, dann wäre das schon wieder fast wie neu. Na gut, die Räder sind ja auch schon 1000 Jahre alt. Mein Fazit zu dieser Anlage, also ich würde mal sagen, das ist eigentlich hier in unserer Gegend jetzt hier, in unserer Gegend sage ich hier, ne? Ich habe ja schon vor 2 Jahren schon mal jetzt ein Video da jetzt gemacht, was hier bei uns in der Gegend an Schlafmöglichkeiten sind. Ist das eigentlich jetzt das Interessanteste von der Anlage auch. Ne? Du bekommst doch hier noch Frühstück noch dabei. Das fand ich mal wieder interessant hier. Und du bekommst ja eine schöne Parkanlage hier. Ne? Und ein schönes Ding hier am See. Also hier kannst du dich auch hier mal so schön mal sitzen. Hier kriegst du einen Kaffee, kriegst du einen Kuchen oder was hier. Ne? Kuchen weiß ich jetzt gar nicht. Wo waren die Kuchen hier? Hat er Kuchen? Hat er Kuchen? Heute nicht, ne? Ja. Ja. Gut. Sonst hier, wie gesagt, das ist in Kampöhm. Ja, da musst du auch schon weit laufen, bis du dann in das Dorf hier wieder reinkommst hier. Und ja, mein Schatzi, ich habe noch gar nicht hier mein Fazit noch gar nicht gesagt. Ich bin noch gar nicht bei der Absage hier, mein Schatz hier. Du bist schon wieder viel zu schnell hier. Dreht sich das Teil auch hier? Nein, die Lockbutton. Den kann man nicht drehen. Nur den kleinen kann man drehen. Aha. Interessant. Also schöne Sachen hier. Also man macht ja schon viel an hübsche Sachen hier. Ne? So sitzen hier, gell? Bist du sitzt? Hier, Tilak, sitz doch mal hier. Das ist doch auch schön hier. Ist das der Name hier? Ja. Schön, also. Limkien Homestay. Homestay. Deswegen auch mit der Windmühle hier, weil die wirklich da ist. Und Fishing am See. Interessant. Aber das ist schon wirklich. Es hat was, muss ich sagen. Das Ganze. Es hat was.
Wie gesagt, 8 Jahre soll der Stall hier schon stehen. Es hat hier noch andere Häuser hier, die ich jetzt alle euch dann nicht gezeigt habe. Ne? Also da ist noch ein Haus, dahinter ist noch ein Haus, da ist noch ein Haus, da ist noch ein Haus. Also es sind Häuser hier genug vorhanden. Preise ungefähr dann alles so 1500, ab 700, ne, habe ich gehört, ne? Ab 700. Ne? Und jo, also, ne? Also von daher, ach komm, ich hocke mich auch mal hin hier. Neben meiner Lieblingsfrau hier. Atmen kann ich so. Ja, das mal als Fazit. Eigentlich die interessanteste Anlage, die wir bis uns hier jetzt gesehen haben in unserer Gegend. Würde ich mal sagen, die anderen waren ja noch spartanischer. Und eben nicht die Anlage dabei und auch kein Frühstück dabei. Was es hier gibt an Frühstück, weiß ich nicht. Du brauchst hier also nicht mit rechnen, dass du hier frische Mohnbrötchen bekommst mit Kirschmarmelade. Das bekommst du hier nicht. Du wirst hier sicherlich Thai-Frühstück bekommen, oder? Ja, mit Sup. Mit Supreis und Mit ne. Omelette. Und was ist das denn? Ich weiß nicht. Wie die Thais halt gerne frühstücken. Ne? Also bist du in Thailand hier und bist hier nicht auf der AIDA oder was? Wo man mit frischen Mohnbrötchen jeden Tag gesegnet ist. Jungs und Mädchens, wir fahren jetzt hier gerade und wir schwätzen hier noch über das Hotel. Und jetzt mal wirklich eine ganz ernsthafte Frage. Wirklich eine ganz ernsthafte Frage für nächste Mal Pattaya. Kennt jemand in Pattaya ein Hotel, wo es jeden Morgen frische Mohnbrötchen und Kirschmarmelade gibt? Ist jetzt eine ernsthafte Frage, ehrlich doch. Weil ich habe da so einen Heißhunger drauf, also ich mag wirklich sehr gerne Mohnbrötchen. So, Kirschmarmelade esse ich auch gerne, kennt ihr ja auch schon. Also, ernsthafte Frage jetzt, wer kennt ein Hotel in Pattaya, wo es jeden Morgen frische Mohnbrötchen gibt? Da gehe ich dann nächstes Mal hin. Ihr seid gefragt, auf geht's. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Kampöben. Ja. Kampöben heute. Wie gesagt, ist von uns so 10 Minuten weg. Ja gut, mit der Anfahrt hier eine Viertelstunde doch, ja. Hier durch den Wald zu fahren dann. Ne? Also, das war's für heute und tschüss, ciao. Danke für das Like, das Share, das Abonnieren, 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 das